Die Gesellschaft in Deutschland wird immer älter. Und Krebs ist zur Volkskrankheit geworden. Für 2012 prognostiziert das Robert-Koch-Institut 1,4 Millionen Menschen, die in Deutschland mit der Diagnose Krebs leben müssen. Ein Milliardenmarkt für Forschung und Medizintechnik. Der jährliche Krebskongress zeigt auch 2012 wieder Trends und Perspektiven. Neue Methoden sollen helfen, Leiden zu lindern und Leben zu verlängern. Ein Beispiel an der Front der Entwicklung: Hyperthermie. Verschiedene Universitätskliniken setzen sie schon heute als ergänzende Behandlungsmethode ein. Hyperthermie verstärkt die Wirkung von Strahlen oder Chemotherapie. Verringerte Dosis, also schonender für den Organismus, bei gleichem Therapieeffekt. Mit dieser Formel kann man den Nutzen durch Hyperthermie zusammenfassen. Also die Hyperthermie ist ein Verfahren, was man in der Onkologie nicht für sich alleine einsetzen darf, sondern nur in Kombination mit anderen nicht operativen Verfahren. Das ist die Chemotherapie und das ist in erster Linie die Strahlentherapie. Weil die Hyperthermie, die Tumorzellen, gegen die wir ja vorgehen, gegen die ionisierende Strahlung oder die Chemotherapeutika sensibilisiert. Ich sagte um den Faktor 3. Fieber als körpereigenes Heilmittel ist seit Jahrhunderten bekannt. Dass auch künstlich erzeugte Körpererwärmung Effekte in Tumorzellen hat, ist ein onkologischer Erfahrungswert. Lange fehlte jedoch das tiefergehende Verständnis der Vorgänge im molekularbiologischen Bereich. In den letzten Jahren hat die zelluläre und molekulare Biologie das Geheimnis dieser Vorgänge weitgehend entschlüsselt. Ja, man sieht ja die Wirkung der Hyperthermie in zahlreichen klinischen Studien. Wenn die Hyperthermie kombiniert wird mit Standard-Tumortherapien wie der Radiotherapie oder Chemotherapie. Und man hat sich natürlich gefragt, aufgrund dessen, dass die Wirkungsmechanismen so vielfältig sind, welche stecken dahinter? Und man hat gefunden, dass es auf vielfachen Ebenen ist. Man spricht heutzutage zwischen gezielten Effekten und nicht gezielten Effekten. Also einmal Effekte, wie wir auch sehr schön von der niederländischen Gruppe gehört haben, auf die Tumorzelle direkt, also auf die DNA. Hier weiß man von der Hyperthermie, dass Proteine aggregieren bei der Wärmeeinwirkung und dadurch Reparaturmechanismen verhindert werden. Und wenn eine Zelle nicht mehr reparieren kann, stirbt sie. Man weiß aber auch, dass es neben diesen gezielten Effekten sogenannte nicht gezielte Effekte gibt. Die Zelle wird verändert und dadurch dem Immunsystem ersichtlich und deswegen können Immunreaktionen gestartet werden. Das wären so die zwei Hauptgrupppunkte. Daneben gibt es noch eine Vielzahl weiterer Effekte. Die Durchblutung wird gesteigert durch die Hyperthermie. Man hat einen erhöhten Energieverbrauch der Tumorzelle. Dadurch kommt es zur Ansäuerung im Gewebe. Und zahlreiche weitere Mechanismen spielen hierbei eine Rolle. Verstärkung der Chemotherapiewirkung, weil bei höheren Temperaturen biologische und chemische Reaktionen besser ablaufen. Man kann also von einer Art Katalysatorrolle sprechen. Dies sind nur einige Beispiele dessen, wie Hyperthermie wirken kann. Gerade die Onkologie mit ihren unterschiedlichen Behandlungsmethoden erfordert interdisziplinäres Denken. Einer, der dies zum Therapieprinzip erklärt hat, ist Professor Rolf Sauer, Emeritus der Strahlenklinik des Universitätsklinikums in Erlangen. Sauer setzt Hyperthermie seit rund 30 Jahren als Methode ein. Trotzdem fehlen der Hyperthermie als Behandlungsmethode bis heute die offiziellen Weihen der Krankenkassen. 2005 wurde ein Antrag vom für die Genehmigung zuständigen gemeinsamen Bundesausschuss abschlägig beschieden. Er vereinigt Ärzteorganisationen, Krankenhäuser und Krankenkassen. Auch 2012 ist dieser Beschluss immer noch Stand der Dinge. Das Interessante ist bei der Hyperthermie, dass sehr viele positive Studien da sind, dass es ganz viele positive wissenschaftliche Ergebnisse gibt, sie aber trotzdem leider noch sehr schlecht angesehen ist. Weil es gab eine Phase vor 10 bis 20 Jahren, wo die Hyperthermie nicht sehr qualitätskontrolliert durchgeführt wurde. Und hier hat uns dann gerade die Biologie einen Streich gespielt. Sind wir bei Temperaturen unter 40 Grad, haben wir eher Toleranzmechanismen. Das heißt, eine Hyperthermie kann eventuell sogar nachteilig sein. Haben wir Temperaturen über 41 Grad, kommt es wieder eher Richtung Aktivierung. Und dann das führte dazu, dass es sehr kontroverse Ergebnisse präklinisch als auch klinisch gab. Und heutzutage, nachdem wir eine bessere Temperaturkontrolle haben, können wir das auf jeden Fall verbessern.
Obwohl die Hyperthermie längst im Lager seriöser Wissenschaftler angekommen ist, kämpft die Methode bis heute mit ihrem schlechten Image aus der Vergangenheit. Jeder von uns weiß das, dass wenn wir bei einem Rezidiv, eines Rückfalls, eines Brustkrebses die Bestrahlung kombinieren mit der Wärme, dass wir dann eine sehr viel bessere Ansprechrate bekommen und das zweite Rezidiv mit großer Sicherheit vermeiden können. Das hat dazu geführt, gerade in Holland, in den Niederlanden, dass dort in den Leitlinien für die Behandlung des Brustkrebses die Hyperthermie fest verankert ist. Wir haben es jetzt versucht, in die Leitlinie, die neue Auflage der Leitlinie hineinzubekommen. Da wird es drinstehen, aber immer noch mit einer gewissen Zurückhaltung, weil wir uns auf 2, 3 Studien berufen, die man in gewisser Weise methodisch, also wenn man nicht gut gewillt ist, die man angreifen kann und denen man gewisse methodische Mängel nachweisen kann. Die Wärme im Bereich von 41 bis 43 Grad wird bei der Hyperthermie über Mikrowellen erzeugt. Bei der lokalen Oberflächenhyperthermie wird die Wärme mit Hilfe von Nadelantennen zum Tumor geführt. Sie haben einen Durchmesser von etwa 1 Millimeter. Ihre Zahl hängt unter anderem von der Größe des Tumors ab. Hierzu zählt vor allem die Behandlung von Brustkrebs. Mit der regionalen Tiefenhyperthermie lassen sich auch Tumorzellen behandeln, die tiefer im Inneren des Körpers liegen. Dazu zählen Eierstockkrebs, Blasenkrebs und Enddarmkrebs. Die Erwärmung wird in diesem Fall über einen Ringapplikator in den Körper gebracht. Die Behandlung stellt eine größere Herausforderung dar, nicht nur wegen der aufwendigen Applikatortechnik, auch deshalb, weil die erforderliche Temperaturmessung auch hier invasiv über eine Sonde erfolgen muss, die tief ins Gewebe bis zum Tumor eingeführt wird. Eine zweite wichtige Voraussetzung für die Wirksamkeit der Hyperthermie ist die richtige technische Anwendung. Das können nur ganz wenige Zentren. Viele bieten es an, aber nur wenige beherrschen es, denn sie müssen ja auch in der Tiefe im Tumor selber die Temperatur nachweisen. Wir haben ein Verfahren jetzt mit der Kernspintomographie, mit deren Einsatz wir dann die Wärmeverteilung im Tumorgebiet messen können und auch sehen können, kommt die Wärme dort tatsächlich an, die wir an den Patienten heranbringen wollen und an den Tumor. Insofern ist diese technische Ausstattung und Überprüfung der Wärme innerhalb des Tumorgebietes eine ganz entscheidende Voraussetzung für die Wirksamkeit dieser Behandlung in Verbindung mit Strahlen und Chemotherapie. Inzwischen lässt sich die Temperaturbehandlung auch nicht invasiv durchführen. Hierzu wird die Hyperthermie mit der Magnetresonanz kombiniert. Die Schichtbilder aus dem Körperinneren erlauben eine indirekte Temperaturermittlung des erwärmten Gewebes. Derzeit laufen an deutschen Universitätskliniken mehrere groß angelegte Hyperthermie-Studien an. Wir werden Therapieprotokolle einführen, Phase-2-Studien zunächst. Das erste betrifft das Rektumkarzinom. Das ist ein Protokoll, das Herr Ott aus meiner Klinik erarbeitet hat. Dieses Protokoll haben wir bei der Deutschen Krebsgesellschaft eingereicht. Dieses Protokoll hat das Gütesiegel A von der Deutschen Krebshilfe bekommen oder Krebsgesellschaft bekommen. Und dieses Protokoll werden wir in den nächsten Wochen starten, sobald wir das Votum der Ethikkommission haben. Und in dieses Protokoll werden 50 Patienten eingeschleust werden. Wir hoffen damit zu zeigen können, dass die Hyperthermie in Kombination mit Chemotherapie und Strahlentherapie durchführbar ist und zu sehr guten Remissionsraten führt. Des Weiteren haben wir weitere klinische Projekte vor. Das betrifft das Analkarzinom. Hier arbeiten wir mit Herrn Grabenbauer aus Coburg zusammen. Wir werden auch dort ein Phase-2-Protokoll zur Behandlung des Analkarzinoms auflegen. Auch hier, um zu zeigen, dass eine Durchführbarkeit im Bereich der Kombination aus Chemotherapie, Strahlentherapie und Hyperthermie gegeben ist. Wir führen weitere Untersuchungen derzeit beim Blasenkarzinom durch, ebenfalls in der trimodalen Therapie, um hier zu zeigen, dass die Hyperthermie einen Stellenwert hat. Daneben laufen in unserer Klinik natürlich präklinische Untersuchungen, die von Herrn Geipel koordiniert werden und bei denen wir zeigen, ob durch entsprechende Proteinveränderungen der Effekt der Hyperthermie nachweisbar wird.
Auf dem Krebskongress in Berlin stellten die beteiligten Onkologen diese geplanten Studien der Fachwelt vor und gaben Einblick in den Stand der heutigen Therapiekonzepte. Wie genau Chemo- bzw. Strahlenbehandlung und Wärmebehandlung in der Therapie aufeinander abgestimmt werden müssen, um optimalen Erfolg zu zeigen, ist ebenfalls Teil der Studien. Dann kann die Hyperthermie auch in breiterem Einsatz kommen. Eine heutzutage noch stark ungeklärte Frage ist, in welchem Zeitschema kombiniere ich die Radiochemotherapie mit der Hyperthermie, um die effektive Wirkung zu erzielen. Es gibt aktuell schon präklinische Daten, es ging so los im Jahr 2009, es sind einige Gruppen dran, auch wir. Man geht davon aus, dass man 48 Stunden Zeit vergehen lassen sollte zwischen einer Radiotherapie und einer starken Immuntherapie. Allgemein für Immuntherapie, wenn man jetzt die Impfung betrachtet. Betrachtet man aber die Hyperthermie jetzt lokal zur Verstärkung einer Therapie, sollte sie wieder relativ zeitnah zur Radiotherapie folgen, dass diese zwei Stimuli sehr zeitnah aufeinander erfolgen. Was sich jetzt in präklinischen Modellen ganz gut herausgestellt hat, dass man auch mal ein gewisses Zeitfenster Pause hat. Und das wird in der Klinik dahingehend schon umgesetzt, dass die Hyperthermie meistens zweimal in der Woche gegeben wird, montags und freitags. Und dann ja Samstag, Sonntag normalerweise keine Therapie stattfindet. Und in den Zeitfenster wird dann dem Immunsystem eine Chance gegeben, eine immunologische Reaktion zu starten. Die Hyperthermie, ein weiterer Schritt auf dem Weg, Behandlungsmethoden effektiver zu machen und die Überlebenschancen bei der Diagnose Krebs weiter zu erhöhen. Starben 1980 noch mehr als zwei Drittel an dieser Erkrankung, so sind es heute nur noch weniger als die Hälfte. Tendenz weiter fallend.